Also, ich habe gesehen, dass Chimtex ein neues Video hat. Und dieses Video von Chimtex müssen wir uns eigentlich angucken. Ja, weil Chimtex ist immer ein Blockbuster. Let's go. Diese Bowser-Sounds. What the fuck? Jetzt habe ich wieder Zeit für ein neues YouTube-Video. Meine 500 Abonnenten warten alle schon sehnsüchtig auf eine neue Unterhaltungsreview. Oh, und ich denke, ich habe das perfekte Spiel dafür gefunden. Kaizo Mario 64. Dann geht es jetzt wohl an den Warte mal kurz, Kaizo Mario 64? Darüber hat er schon mal ein Video gemacht, weil ich dachte, es geht um Kaizo Mario Galaxy. Ist wahrscheinlich Teil eines Sketches. Strong. Warum stürzt die Scheiße die ganze Zeit ab? Okay, fertig. Ich bin wirklich verdammt gespannt, wie dieses Video ankommen wird, weil ich so einen komischen Game-Design-Witz eingebaut habe, der super auf dem Video vorkommt. Diese andere Rückblende. Ich habe ein bisschen Angst, dass es Leute abfacken wird, aber ich denke, das passt schon. Game-Design. Ja, der Einzige, den es abfacken könnte, ist ja Chimtex. Bitte hört mit den Game-Design-Kommentaren auf. Also Chimtex, ja, ich habe da einen Tipp für dich. So etwas niemals droppen, ja, bitte hört damit auf, weil da machen die Leute, das ist dein Maxo Bratwurst. Das ist jetzt offiziell dein Maxo Bratwurst. Ich habe auch den Fehler gemacht. Was zum Teufel ist passiert? Game Design. Er hat's gesagt! Ich meine, freut mich, dass ihr diesen kleinen Witz so sehr mochtet. Es ist inzwischen ein reguläres Twitter-GIF geworden. Ein einziger Re-Upload dieses Clips hat über 60.000 Aufrufe. Und super viele Leute haben meinen Kanal nur wegen diesen kleinen Einspieler gefunden. Und anders als es einige vielleicht denken... Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich ebenfalls dazu beigetragen habe. Weil ich habe, also jetzt nicht hier, aber bei meinem Stream Deck zu Hause, habe ich so einen Knopf, der Game Design Knopf. Wenn ich raufdrücke, dann kommt einfach dieser Clip. Das ist mich persönlich so überhaupt nicht, wenn man diesen Witz verwendet. Ja, es ist voll okay für mich, solange man ihn nicht spammt. Also kannst du deinen in Caps Lock geschriebenen Game Design Kommentar gleich wieder löschen, mein Freund. Aber... ich frage mich, was passiert, wenn ich in die Kommentare blicke. So, Game Design. Oh, wer hätte es gedacht? Game Design, krass. Hätte ich nicht damit gerechnet. Ja, weiter geht's. Ups. Aber... ich muss euch was gestehen. 2017. Als ob das schon wieder so lange her ist. 2 Stunden Gameplay aufgenommen und plus 5 Sterne in einem Hack geholt, das eigentlich 120 Sterne besitzt. Das reicht doch locker für eine Review. Ja, mein YouTube-Erfolg stammt von einer Review zu einem super schwierigen Hack, den ich gerade mal zu 5% gespielt habe. Ups. Ja, nicht unbedingt. Also natürlich geht es um Kaizo Mario 64, aber ich glaube, dass der Erfolg des Videos basiert darauf, dass es einfach geil geschnitten ist. Es ist übertrieben, es ist funny, es ist geil geschnitten, es ist Chimtex, Bruder. Mashallah, du bist einfach nur ein Ehrenmann. Was? Das ist unverzeihbar. Dein ganzes Leben war eine Lüge. Dafür hast du büßen, Chimtex. Zu meiner Verteidigung, der Hack wäre sowieso nicht besser geworden, seien wir mal ehrlich. Und ich war damals noch so dermaßen unerfahren mit diesem ganzen Video. What the fuck? Habt ihr das gehört? Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich noch laut bin. Ich dachte kurz, ach, das war im Video? War das im Video? Moment. Diesem ganzen Videozeug. Oh mein Gott, Chimtex. Warum hast du das getan? Unerfahren mit diesem ganzen Videozeug. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, mein Herz. Das war im Video. Was? Ich dachte, das wäre wieder der Nachbar. Vor allen Dingen, was ist das für ein gutes Timing? Eben war ich noch etwas lauter und dann habe ich Klopfen von dort gehört. Oder war das vielleicht auch im Video? Nee, ich glaube, da hat wirklich der Nachbar geklopft. Aber dieses Klopfen eben war aus dem Video und deswegen dachte ich, von der anderen Seite klopft jetzt auch Nachbarn, weil ich zu laut bin. Ey, das Timing hat ja so perfekt gepasst.
Natürlich falle ich drauf rein. Oh mein Gott, war das gruselig, Alter. Alter! Ach, dann spiele ich mal Kaiser Mario Galaxy. Es wird zwar sicherlich schwer, ja, aber es wird schon nicht allzu schlimm werden, schätze ich mal. Oh nein. Wisst ihr noch, wie man in Kaiser Mario 64 erstmal sterben musste, um überhaupt in das Schloss gelangen zu können? Nun ja, oh yeah. Kaiser Mario Galaxy hat dieselbe Idee straight up einfach geklaut. Oder wie es YouTuber sagen würden, sich inspirieren lassen. Ey, ich habe nie Videoinhalte geklaut, okay? Das Einzige, was ich am Anfang meiner YouTube-Zeit gemacht habe, ist es, Witze von anderen Leuten zu klauen in der Hoffnung. Also ganz ehrlich, wenn er es nicht angesprochen hätte, hätte ich das nicht mal gemerkt. Hoffnung, dass es... Aber jetzt habe ich die Meinung, Shimtex ist ein Dieb. ...mein Video ein bisschen lustiger machen könnte. Die Witze wurden wegen mir dann unlustig. You can't see me, God. Just give it up already. Und jetzt die super lustige Shimtex-Version. Also wenn ich ganz ehrlich bin, fand ich die Shimtex-Version unlustiger. Ansonsten ist der Anfang wirklich genau dasselbe wie im Originalspiel, aber die drei Mondhasen, die ich jetzt gleich suchen muss, sind bestimmt an so richtig ekelhaften Stellen versteckt, an die man gar nicht erst denken würde. Na, jetzt bin ich gespannt. Hä? Das ist der Super Mario Galaxy! Es wurde nichts am Spiel verändert. Warte, was? Aber gut, was will man hier auch groß machen? Das eigentliche Spiel beginnt ja erst jetzt mit dem ersten Level aus... Aber das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Kann man das nicht umprogrammieren? Mario Galaxy. Und ich muss sagen, ich bin wirklich gespannt, wie das ganze Kaizo-Konzept, also dass man die Level im Spiel zu super unfairen und viel zu schwierigen Versionen umwandelt, auf das Galaxy-Gameplay übertragen wurde. Ich glaube, das wird trashig. Ist noch alles normal irgendwie? Es wurde immer noch nichts verändert. Hä? Ist ja einfach ein Scam. Hoppen wir einfach mal ins nächste Level, das auch nicht wirklich viel anders aussieht. Also, wenn das so weitergeht, dann habe ich den Hack ja in 0, nichts durch. Yo, what the fuck? Übertreib halt komplett mit dem Schwierigkeitsgrad. Was? Tatsächlich wurden die Level völlig anders gestaltet als ursprünglich von mir erwartet. Denn Kaiser Mario Galaxy nimmt kaum wirkliche Änderungen am eigentlichen Levelaufbau vor. Es nimmt dir meistens einfach nur essentielle Dinge weg, die man normalerweise benötigt, um im Level voranzuschreiten. Oder platziert diese einfach in extrem schwer zu erreichenden Stellen. Okay, das ist einfach nur so eine Art Hard Mode, bezogen auf das eigentliche Spiel. Oder man nimmt dieser Biene den Baumstumpf weg. Irgendwann stampfe ich den Baumstumpf in den Boden. Diese anderen Hallus. Okay, wer soll es ihm sagen? Man könnte also behaupten, dass es quasi das genaue Gegenteil von Kaiser Mario 64 ist. Denn in Kaiser Mario Galaxy ist es so... Mal schauen, ich mache einfach das hier weg und der Spieler hat einen super fiesen Sprung vor sich. Boah, der wird sich hierbei bestimmt... Ja, aber das stimmt schon, wenn man darüber nachdenkt, ne, in Kaiser Mario 64 wurde einfach alles gespammt. Ein Kettenhund reicht nicht, wir machen 30 Kettenhunde. Und hier werden einfach Sachen entfernt. Ist einfach wirklich das absolute Gegenteil. Bis jetzt. Die Lösung für wortwörtlich alles ist ein Dreisprung. Der Warpstern ist zu weit weg. Machen Dreisprung, ein anderer Planet. Machen Dreisprung, du kommst nicht in das Teil. Machen Dreisprung, der Kreisstern ist weg. Machen Dreisprung, du musst da mal hoch. Mit dem Dreisprung, Batman, dankeschön. Circa eine Stunde später. Ich habe jetzt eine Blumenphobie. Ihr wisst doch bestimmt noch, wie man in Mario Galaxy als Bean Mario über diese Blumen navigieren muss, weil man ohne das Power-Up zu schwer für diese Blumen ist, oder? Nun ja, genau dasselbe muss man in Kaizo eben auch machen. Ohne Bean Mario. Die Blumen verschwinden zwar, wenn man sie jetzt normaler Mario betritt, aber es gibt ja noch einen kleinen Frame, in dem man einen Sprung ausführen kann. Und das sind mehrere Blumen. Die Wasserfontänen werfen dich dann auch... Also ich muss sagen, ich finde die Idee nicht schlecht, dass einem etwas weggenommen wird und dadurch wird es schwerer. Aber wenn es halt überwiegend der Fall ist, dann ist das so... Also könnte ich theoretisch auch programmieren. Doch einfach runter, das wenn du Pech hast. Das bedeutet, dass man einen absolut perfekt getimten Durchgang benötigt. Und ja, danach ist das Level nicht mal zu Ende. Nö, sorry, aber diesen kompletten Hack tue ich mir ganz sicherlich nicht an. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach.
Was soll mich daran schon hindern? Immerhin haben wir jetzt Zugriff auf das komplette Badezimmer und somit vielen weiteren Galaxien. Wäre das Spiel kein absoluter Schwanz? Okay, jetzt aber rein in das Badezimmer und ab in die Sternstaubgalaxie. Das ist das schlimmste Level im Spiel. Oh nein, ich habe Angst. Super weit voneinander entfernte Greifsterne, gefolgt von einem einzigen Sprung, an dem ich mal wieder über 30 Minuten saß. Danach weitere wundervoll platzierte Greifsterne und ein weiterer absolut gemeiner Sprung, der sogar noch mal viel schwieriger ist. Normalerweise befindet sich hier ein Toadschiff, was in Kaizo jedoch entfernt wurde. Aus diesem Grund muss man über diese Ecke einen perfekten, und ich meine wirklich perfekten Dreisprung von dieser Stange vollführen. Ich habe dafür überall... Ich muss ehrlich sagen, das soll jetzt kein Flex sein, aber ich finde, das sieht nicht so schwer aus. Perfekten Dreisprung von dieser Stange vollführen. Also, wahrscheinlich ist es härter, als es aussieht. Oder Schimtix ist einfach der größte Mario-Noob. Ich habe dafür über eine Stunde gebraucht. Was? Für einen einzigen Sprung. Nun, jetzt mag sich vielleicht einer die Frage stellen, Timo, kann es vielleicht sein, dass du einfach nur schlecht bist? Ein präziser Dreisprung ist doch gar kein Problem. Nein, denn das ist auch gar nicht das Schwierige daran. Das Problem ist, wir sind im Weltall und dieser bärtige Mann kommt dort zu null auf Kanten klar. Seht ihr das? Okay, ich verstehe. Ironischerweise ist genau das Level mit der wohl angenehmsten Musik aus Galaxy 1 die wortwörtliche Definition der Hölle. Oh mein Gott. Aber das würde mich, glaube ich, anders triggern. Ja, ihr habt ein Level, das ist eine der härtesten überhaupt. Und das bringt euch zum Ausrasten und die Musik ist einfach so... La la la, la 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 la. Stell dich mir geil vor, Kappa. Trauma davon. Ich kann nicht mehr zu entspannter Videospielmusik viben, weil ich PTBS von der Scheiße hab. Und nachdem man diesen Sprung endlich geschafft hat, ist das Level nicht einmal zu Ende. Nein, denn jetzt kommt noch eine Passage mit Blind Jumps. Oh, du musst nein. einfach raten, wo genau jetzt die nächste Plattform auftauchen wird. Ja, okay, das ist asozial. Ansonsten? Das ist richtig asozial. Woher soll man das denn wissen, Alter? Woher soll man das denn wissen? Warte, ich spiele es ja wirklich auf einer Konsole. La. Das bedeutet, dass ich alles wieder von vorne. Oh nein, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Warte mal, warum spielt er das überhaupt auf einer Konsole? Also wenn er das Spiel besitzt, ja, auf der Konsole. Bruder, spiel das auf den Emulator, mach Save States. Tu dir das nicht an. Machen muss. Schimtex, warum kommen so selten Videos bei dir? Warum kannst du nicht öfter was hochladen? Mach die Videos doch am besten wöchentlich oder noch besser Daily Uploads. Okay, Daniel aus der Klasse 6b, dann mach Daniel aus der Klasse 6b. Also ich finde das eigentlich ganz cool, dass. Also es ist okay bei Schimtex, dass seltener Videos kommen, weil wenn die nicht so selten kommen würden, dann wären die nicht so aufwendig. Die Videos sind ja super aufwendig, gebt euch das mal. Das ist ein 30-Minuten-Blockbuster, ja. 30 Minuten und jede zwei Sekunden ist irgendein neuer Cut, irgendein neuer Effekt, irgendeine neue Einblendung. Ich habe keine Ahnung, wie lange sitzt man bitte schön an so einem Video. Das ist ja einfach nur ein Blockbuster. Also mich nervt das sogar fast schon, dass dieses Video nicht mehr Aufmerksamkeit hat. Was für 73.000 Aufrufe. Gebt ihm jetzt endlich ein Abo. Lächerliche Sprünge, eine schreckliche Kamera, super nerviges Rumgeglitsche und sogar Softlocks, weil Mario nicht auf die Gravitation klarkommt. Die haben aber auch an alles gedacht. Und die Level danach, genauso wie der Komet, sind wieder die einfachste Kacke der Welt. Warum? Eine gute Schwierigkeitskurve verläuft ungefähr so. Anfangs ein leichter Einstieg, gegen Ende eher anspruchsvoll. Die Schwierigkeitskurve aus Kaizo Mario Galaxy ist halt... Selbst das finale Level mit Bowser war relativ... Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass so eine Achterbahn kommt. So ein Einschnitt von einer Achterbahn, weil das ist ja so. Das ist irgendwo hier oben, da oben fängt das an. Und dann bleibt das oben und irgendwann ist es ganz unten für eine Weile. Und dann ist es wieder ganz oben. Weird. Einfach und hat sogar Spaß gemacht. Ja. Krank. Spaß. Das ist nämlich die Sache.
Ich hatte stellenweise wirklich legitim Spaß mit Kaizo Mario Galaxy. Der Federpilz ist wahrscheinlich das schlechteste Power-Up aus dem ganzen Mario-Franchise. Real Talk. Ich meine, die Idee davon ist ganz nett. Ja, es fand ich aber auch nicht so geil. Es ist putzig, aber... Ich fand die Animation davon immer so sau cool. Ich fand, das sieht einfach cool aus, wenn er so hochjumpt, aber so wirklich nützlich ist es nicht. Also es ist schon nützlich, wenn man dadurch höher kommt, aber irgendwie wirkt es auch so low-key unnötig. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Und in der Galaxie, die sich eigentlich ausschließlich um dieses Power-Up dreht, wurde es einfach entfernt. Es ist tatsächlich dadurch spaßiger geworden als das Original-Level. Oder das Eislaufrennen gegen Schatten-Mario. Hier wurden ein paar Eisflächen mit Lava vertauscht, was den Spieler dazu zwingt, diese Abkürzung zu nehmen, die halt legit voll mega geil. Satisfying und spaßig sind. Ach, und einige Welten wie die komplette Wind. Der Entwickler wollte die Spieler eigentlich salty machen, ne? Aber hat im Grunde einfach nur dazu hat eigentlich nur dafür gesorgt, zumindest in einigen Level, dass es viel mehr Fun macht. Windgarten-Galaxie oder ein Großteil der Reif-Mozean-Galaxie sind dann plötzlich einfach unverändert. Ich meine, so sind die auf jeden Fall spaßig. Bedenkt hier, das verstehe ich nicht. Als ob man da keine Möglichkeit hatte, irgendwie die Level zu verändern. Als ob man sich da gedacht hat, nee. Das geht über meine Entwicklungsgabe hinaus. Ohne Witz, im Großen und Ganzen von dem, was ich gesehen habe bei dem Hack, fände ich den irgendwie weird. Also die Sache ist, normales Kaizo Mario, ne? Basiert ja auf Mario World und das ist einfach nur extrem schwer. Aber das sind nicht die normalen Level, die wurden halt komplett geändert. Es ist zwar extrem schwer, aber es ist auch kreativ. Also das normale Kaizo Mario ist wirklich kreativ. So, dann gibt es Kaizo Mario 64 und Kaizo Mario 64 ist zwar übertrieben schwer, aber es ist nicht wirklich kreativ. Kaizo Mario 64 ist einfach nur dieses, ich hab Kettenhund, ich mach 50 Kettenhunde, wuff wuff. Aber dieses Kaizo Mario verstehe ich einfach nicht. Ich finde das einfach nur mysteriös und weird. Es ist halt so, es werden Sachen entfernt, dadurch wird das härter, aber dann kommen Level, die einfacher gemacht wurden und dann wird es wieder richtig hart und dann kommen Objekte, die einfach neu sind, aber gar nichts bringen und hä? Also dieser Hack ist einfach nur hä. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Hä? Ja, Luigi möchte mir helfen, Sterne zu sammeln. Das ist nett. Oh, und er hat auch schon einen gefunden, scheint aber in einer misslichen Lage und in einem der schlimmsten Level des Spiels zu sein, das ich bereits geschafft habe, aber dank ihm nochmal machen muss. Luigi ist nicht hier. Denn wie jeder selbstverständlich weiß, muss man hier nach links um die Ecke sich hinter einen Felsen glitschen, weil sich dort hinten ein Warpstern befindet. Das finde ich aber wieder witzig. Anschließend fliegt man zu Luigi rüber, macht einen Tricky Jump zum Stern hoch und hinterfragt seine Lebensentscheidungen, wenn man schon mal dabei ist. Darauf muss man erstmal kommen, Alter. Ich hätte es gewusst hätte. Ja. Denn schwierige Level waren ja nicht unfair genug. Wenn der Spieler erst keine Ahnung hat, was er überhaupt tun soll, dann ist es genau richtig. In meiner Gameplay-Aufnahme gibt es wirklich viele Situationen, wo ich einfach nur rumstehe, weil ich gerade googeln muss, was zum Teufel bitte von mir gefragt wird. Du willst an den Schlüssel? Ja, das wollte ich gerade sagen, ne? Also das, was er eben gezeigt hat, das hätte ich, glaube ich, allein nicht herausgefunden. Ich hätte wahrscheinlich auch googeln müssen oder irgendein Playthrough gesehen von Kaizo Mario Galaxy, um zu sehen, wo überhaupt der Stern ist. Als ob man sich diesen Berg hochglitschen muss, um diesen Stern zu erreichen. Woher soll man das denn wissen, Alter? Ran, lern erstmal diesen super schwierigen und extrem spezifischen Glitch. Hier fehlt ein Sternfragment. Spring auf diesen Twomp und mache einen perfekt getimten Longjump nach hinten, weil dort hinter dieser Wand Blöcke platziert sind, auf denen du 100 Meter nach links laufen musst, weil sich dort eines der Fragmentteile befindet. Oh, aber das finde ich irgendwie cool. Also ich würde wahrscheinlich nicht von selbst darauf kommen, aber die Tatsache, dass man hier überhaupt rumlaufen kann, ne? Also ich gehe mal davon aus, diesen Bereich gab es schon im Originalspiel und die Kollision gab es schon im Originalspiel, aber im Originalspiel hat man keinen Grund, da hinzuspringen. Und deswegen finde ich das Blöcke irgendwie cool, dass man da rumläuft. Auf den du 100 Meter beziehungsweise nach links rumlaufen musst, weil sich dort eines der Fragmentteile befindet. Oh, ich hatte den Verdacht, dass es da war. Aber immerhin, wenn dir so eine kryptische Scheiße fand ich eh schon blöd sass, ist, dann diese kannst Stelle. Du ja dank der leichten Offenheit von Galaxy immer noch ein paar Sterne einfach auslassen. Einige. Oh shit. Im dritten Bowser-Level muss man sich von Luftschiff zu Luftschiff schießen und auf dem Weg dahin 5 blaue Greifsternfragmente einsammeln. Das ist glücklicherweise aber relativ einfach. Es dauert halt immer nur viel zu lang. Es kann gut über 5 Minuten dauern, bis man alle Sternteile überhaupt zusammen hat. Jetzt muss man sich eigentlich nur noch in Richtung des Greifsterns schießen. Dankeschön, Julia. Ihr seht ihn nicht. Ja.
hier ist der Greifstern. Oh mein Gott. Als ob ihr es nicht sehen könnt. Ach, ich habe einen Frame zu spät die A-Taste gedrückt, dann mache ich das nochmal. Oh mein Gott. Hä? Jetzt kann ich dann nochmal für mindestens 5 Minuten die Sternfragmente suchen, nur um dann das einmal versuchen zu können, um nochmal zu sterben. Warum ist das so weird? Ich verstehe das nicht. Reagier doch. Oh nein, nein. Oh mein Gott, Alter. Das tut weh. Ist euch schon mal aufgefallen, wie passiv-aggressiv dieses Wie schade aus Mario Galaxy ist, wenn man ein Leben verliert? Ja, aber das habe ich schon mal angesprochen. Das habe ich in einem Video schon mal angesprochen. Warum steht da Wie schade? Keine Ahnung, könnte man nicht wenigstens Spiel vorbei, Game Over oder was auch immer, aber warum Wie schade? Vor allen Dingen, wenn man immer und immer wieder stirbt, muss man sich immer und immer wieder dieses Wie schade geben. Oh. Du sitzt seit 3 Stunden an derselben Stelle und kommst nicht weiter. Das tut mir aber leid. Halt dein Maul, Super Mario Galaxy. Aber Real Talk, wisst ihr noch, wie unnötig dieser Toad in Galaxy war, der euch manchmal 5 Warner-Pilze von Peach geschenkt hat? Nun ja, in Kaizo habe ich ihn nach jedem Game Over gefragt, ob er wieder Pilze für mich hat. Ich schwöre, ich habe kein Problem. Schauen wir uns mal... Aber das finde ich irgendwie geil, ne? Dass so ein Feature, was man nie benutzt, also was man nie benutzen musste, in dem Originalspiel... Jetzt wird das essentiell, ja. Man muss immer wieder den Tod besuchen, damit er einem Leben gibt. Weil hier braucht man es tatsächlich, Alter. Abwechslung vielleicht die Galaxien der Gourmet-Lumas an. Ich habe die hier ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert. Die Keksfabrik-Galaxie zum Beispiel. Das war immer eines meiner liebsten Level im ersten Teil, aber... Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie so ein Mario Party-Minispiel. Ich wüsste nicht, was man hier bitte großartig verändern könnte. Und das ist aber irgendwie voll die geile Idee. Ah. Ich finde, das ist voll die geile Idee. Also erstmal Real Talk. Ah. Es ist schön, wie ein einziges Level meinen Punkt über dieses Power-Up einfach bestätigt. 2. Glücklicherweise gibt es einige Level, die zwar sehr fordernd, aber wirklich okay sind. Die Glasstrand, Spielzeugschachtel oder auch Eisvulkan-Galaxien sind wirklich kein allzu großes Problem. Oh nein, Blumen. 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 Bitte? Oh, warum? Also ganz ehrlich, nach Kaizo Mario Galaxy wollt ihr definitiv keinen Blumenstrauß von eurem Partner an Valentinstag. Spaß, Leute, ihr habt ja nicht mal einen Partner. Ich auch nicht. Das ist halt nochmal viel schwieriger als die erste Blumenpassage im Spiel. Da oh waren mein es nämlich Gott, nur ist das stressig. 2 frame-perfekte Sprünge. Hier sind es mindestens 7. Ich wette, Daniel aus der 6. Klasse fühlt sich bestimmt wieder ganz toll. Du kannst doch nicht mal Homebrew auf deiner Konsole installieren. Was? Aber ich hab's geschafft. Ich hab alle notwendigen 60 Sterne zusammenbekommen, um in das Finale des Spiels gelangen zu können. Und das komplett ohne Save States. Das ist eine Sache, die mir jetzt niemand mehr wegnehmen kann. Und definitiv, also ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich mir das angetan hätte auf der normalen Konsole ohne Save States. Also ganz ehrlich, nee. Oder? Nee. Ja gut. Aber ne. Juckt's, ich bin im Finale angekommen und ich bin fucking ready, dieses Drecksspiel endlich abzuschließen und das mit der finalen Galaxie. Bowsers Galaxiefabrik, das Schicksal des Universums. Ich glaube, das wird so ein richtig stressiges Level. Das wird, glaube ich, ein richtig stressiges Level. Oh nein. Oh nein. Ja. Also, was ist das erste Wort, das euch hierzu einfällt? Das allererste Wort. Schreibt es jetzt mal in den Chat rein. Bei mir ist es dumm. So, jetzt bin ich gespannt auf euch. Stressig, uff, geil, hä, rage, yikes, Karma, Krebs. Ja, ich glaube, das kommt so ungefähr hin. Tja, schätze, ich kann das Spiel wohl doch nicht beenden. Okay, sorry für den ausgelutschten Witz. Bitte nicht deabonnieren. Betrittst du das Level zum ersten Mal, stirbst du einfach direkt,
Warum auch immer. Sobald du danach aber wieder respawnst, überlebst du das Ganze mit einem einzigen Lebenspunkt. Strong. Die Anfangspassage ist zwar noch sehr einfach, jedoch muss man sie aufgrund eines Sternfragments zweimal durchlaufen, was super spaßig ist. Danach kommt eine gefährliche Lavasequenz. Ein Bereich, wo du mal wieder raten musst, wo Plattformen jetzt genau auftauchen werden. Das macht mir immer meistens eine Spaß. Eine Wüste mit ultrapräzisen Sprüngen. Nochmal eine Stelle mit Blindjumps, wo die Blöcke sogar verschwinden, wenn du zu langsam bist. Ein absolut böser Part. Warte mal, ich habe das Gefühl, dass dieses Level wirklich fundamental verändert wurde. Bisher hat man jedes Level einfach so gelassen und einige Sachen weggemacht. Oder Kleinigkeiten verändert. Aber das hier, das allerletzte Level, ist das erste Mal wirklich Kaizo Mario. Wo dich Kugelwillis bis in die hinterste Ecke jagen und du dank den Twomps nicht mal irgendwas siehst und daraufhin noch den kompletten Bowser-Kampf. Und ja, ihr habt es euch vermutlich sowieso schon gedacht, aber dieses Level hier muss man in einem perfekten Run hinbekommen. Ihr könnt euch nirgendwo auf der Stage heilen. Heißt, ja, aber das ist halt Kaizo Mario Galaxy, was hat er erwartet? Von irgendwas getroffen werdet, seid ihr sofort tot. Und wenn ihr tot seid, werdet ihr wieder ganz an den Anfang der ganz an den Anfang der Stage gebracht. Denn dieses Level hat keinen einzigen Checkpoint. Ich verarsche euch hier nicht, aber dieses finale Level ist so dermaßen belastend. Ich habe 3 verschiedene Aufnahmesessions gebraucht, die nur aus diesem Level bestanden und insgesamt über 7 Stunden gehen. Das ist mit Abstand das schwierigste Level im kompletten Spiel. Nein. Das war seine ganz eigene Mario-Challenge. Es ist das schwierigste Level, das ich allgemein jemals spielen musste. Es ist so schwer, um ehrlich zu sein, dass ich aufgeben muss. Ja, ich mein's ernst. Ich hab's versucht, aber auch ich habe irgendwo meine Grenzen. Schade. Und dieses Level überschreitet. Das finde ich aber so ein bisschen schade. Also ich kann es irgendwo verstehen, aber er hatte 7 Stunden, also man muss sich halt vor Augen halten, er hatte 7 Stunden umsonst probiert. Also ich glaube, ich wäre da zu hartnäckig für. Ich bin ein extrem schlechter Verlierer, wirklich. Ich kann nicht aufgeben, das geht bei mir einfach nicht. Ihr habt es ja damals gesehen bei diesen Mario Odyssey Challenges. Und deswegen hätte ich das wahrscheinlich noch darüber hinaus weiter versucht, wenn ich Shimtex wäre. Aber Shimtex ist nun mal nicht ich. Dementsprechend muss ich leider sagen, dass ich Kaizo Mario Galaxy ebenfalls nicht durchspielen konnte. Scheiße. Ah, ich hätte gerne das Ende gesehen. Ich schätze, ich muss dann wohl für immer im Fegefeuer verweilen. Hoffentlich gibt's ein Aber. Oh cool. Ich hoffe, es gibt ein Aber. Das ist meine Beförderung in die Hölle, oder was? Ein YouTube-Link? Oh, jetzt bin ich gespannt. Es gibt wahrscheinlich irgendeinen Trick. Irgendeinen Trick gibt es, um diesen Boss relativ easy zu besiegen. Hier in Kaizo Mario Galaxy. Und ein Rickroll. Okay. Daniel Speedrun, das letzte Level in Kaizo Mario Galaxy? Ja, alles verlief genau nach Plan. Der gute Daniel Speedrun. Für die Ewigkeit in seiner eigenen Hölle gefangen sein. Und was dich betrifft, ich weiß den Zuspruch zwar zu schätzen, aber es hat überhand genommen. Ich bin über Shimtex hinausgewachsen und freue mich. Ich kann mich nicht mehr selbst kontrollieren. Ich bin ein Produkt des Internets geworden. Daher habe ich eine Bitte an dich, werter YouTube-Zuschauer. Hör auf, mich zu spammen! Aua. Yo, erstmal das dickste Dankeschön der Welt. Ganz ehrlich, dieses Video war unfassbar gut. Das war einfach nur unfassbar gut. Was soll ich dazu sagen? Er hat sich wieder so viel Mühe gegeben. Drop.